So geht es auch zu Beginn des vierten Kapitels in der Apostelgeschichte zu, dass nichts uns aus der Hand Gottes reißen kann. Gottes Wort ist nicht gebunden, selbst wenn menschliche Schwächen in unserem Leben auftreten oder Mächte die Verkündigung des Wortes Gottes in unserem Leben verhindern wollen. Gottes Wort ist nicht gebunden. Es geht souverän zum Nächsten, der Seelenheil sucht, voran. Es heißt hier im vierten Kapitel, in den ersten vier Versen: Während sie, die Apostel, zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Wir erinnern uns daran, dass gerade nach dem Pfingstgeschehen viele Menschen fragten, was dort los ist. Und die Apostel erzählten nun, dass die Verheißung Gottes eingetroffen ist. Nachdem Golgatha geschehen war, nachdem die Sünde getilgt war, konnten die Herzen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Diese Verheißung, die Gott mehrere Male im Alten Testament schon aufgezeigt hat, dass sie kommen würde, ist gekommen. Und die Menschen fingen an, nicht mehr von sich selbst, sondern von Gott zu reden. Von den großen Taten Gottes. Das verwundert natürlich auch heute Menschen, wenn jemand nicht mehr von sich selbst redet. Denn das tun ja natürlich alle. Jeder redet von seinen Problemen, seinen Gedanken, seinen Gefühlen, seinen Erlebnissen und so weiter. Aber da redeten plötzlich welche von Gott. Und von den großen Taten Gottes. Das ist ja was ganz Neues. Da muss man ja mal hinhören und fragen, was das ist. Und nachdem nun die Apostel das erklärt haben, dass es hier Gottes Güte für die Menschen ist, die er hier erwiesen hat, gingen sie ins Gebet. Und das Gebet ist ja eine wichtige Macht, auch für uns, jeden Tag aufs Neue. Ohne Gebet in unserem Christenleben läuft nichts. Da sind wir im Nu mit unseren Gedanken wieder auf einer fremden Schiene und wissen schlussendlich gar nicht, wie wir die Alltagsdinge bewältigen sollen und handhaben sollen. Vieles geht dann schief. Aber das Gebet gibt uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und auch das Verstehen der Sache, worauf es ankommt. Die Apostel Petrus und Johannes gingen zum Tempelplatz hinauf, und dort sahen sie ja an der Tür der Schönen einen gelähmten Mann, der natürlich bettelte, damit er sein täglich Brot irgendwie zusammenkriegt. Und wir haben gelesen, dass wohl Petrus dann sagte: Wir haben kein Geld, wir können dir nichts geben von dem, was du eigentlich erwartest, aber wir haben etwas, was wir dir geben können. Und das wollen wir dir geben. Im Namen des Herrn Jesus Christus von Nazareth, stehe auf und geh umher. Und es geschah so. Dieses Wunder der Heilung brachte viele Menschen in Entsetzen und in Aufruhr. Sie kamen mit auf den Tempelplatz, da wo Petrus und Johannes waren, und wollten sie ehren, weil sie dachten, das sind ja Supermänner, die können heilen. Und wieder musste eine Predigt gehalten werden. Das sind nicht wir, sagte Petrus. Wir sind es nicht, sondern das ist Gott, der diesen Mann im Namen Jesu gesund gemacht hat. Und während sie so predigten und die Leute immer mehr zuhörten, da geschah das, dass andere sich darüber ärgerten. Und zwar, warum ärgerten? Sie ärgerten sich daran, dass sie Jesus verkündeten, dass er von den Toten leiblich auferstanden ist. Sie ärgerten sich nicht darüber, dass jemand von Gott redet. Aber dass der Tod überwunden sein soll, darüber ärgerten sie sich. Und da versuchten sie natürlich einzugreifen, die Sadduzäer und auch die Tempeldiener.
Denn wenn jemand von den Toten auferstanden ist und ewig lebt, dann gibt es was ganz Neues. Dann müssen wir unser Leben auch verändern lassen. Dann können wir nicht mehr die Planer sein, sondern dann muss der Planer sein, der den Tod überwunden hat. Das ist ja der schrecklichste Feind in unserem Leben. Wir können uns regelrecht vorstellen, welch ein Aufruhr auf dem Tempelplatz zu Jerusalem stattfand. Aber wir können uns auch vorstellen. Und so ist es ja zu allen Zeiten gewesen. Wenn die Auferstehungsbotschaft irgendwo in der Welt Auswirkung zeigt, setzt immer Widerstand ein. Und Verfolgung setzt ein. Aber diese Zeiten sind in Wahrheit immer die besten Zeiten, weil diese Zeiten Entscheidungen prägen. Da kann man nicht mehr so zwischendrin schwimmen, mal hier, mal da, sondern entweder oder, entweder oder. Verfolgungszeiten waren immer Segenszeiten zur Entscheidung. Deswegen dürfen wir das gar nicht so schlecht immer ansehen, sondern das sind gute Bewegungen und durch diese Bewegungen sind wiederum andere Christen in der Welt befruchtet worden und darauf hingewiesen worden, dass sie Jesus allein leben sollen. Durch die, die unter Verfolgung in die Entscheidung für Jesus gedrängt worden sind. Gottes Liebesbotschaft der Erlösung von allen Sünden und die Überwindung des Todes durch den Glauben an Jesus Christus kann in einer Welt, die vom Unglauben geprägt ist, in einer Welt der Sünde nicht unwidersprochen sein. Das dürfen wir auch für unser persönliches Leben nehmen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir angefochten werden, so wir das Leben in Jesus verkünden, nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem Dasein unserer selbst, werden wir Anfechtung bekommen. Weil in der Welt der Sünde kann sowas nicht geduldet werden. Da beschäftigt man sich mit dem Tod, wie man ihn selber überwinden kann. In Medizin, in Technik und vieles andere mehr. Man sucht ewiges Leben, aber nicht aus Gott. Und wenn jemand das Leben aus Gott verkündet, durch sein eigenes Leben, was er hier in der Welt mit Christus führt, wird er angefochten. In einer Welt voller Unzucht, Sittenlosigkeit, Pornografie und Gewalt, Lüge, Arroganz und Hochmut kann die Botschaft der Wahrheit, der Reinheit und der Liebe Gottes und des heiligen Lebens aus Gott, das ja ewig ist, nicht unangefochten bleiben. Deswegen wundern wir uns gar nicht, dass auf dem Tempelplatz plötzlich Leute auftraten, die diese Botschaft hindern wollten. Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Apostel kamen ja erfüllt mit dem Heiligen Geist zu den Menschen, um ihnen das Beste zu verkünden. Und nun kamen sie unter die erste große Verfolgungswelle. Aber das mächtige Handeln Gottes konnte dadurch nicht geschmälert werden. Und das soll uns auch gezeigt werden. In unserem ganz persönlichen Leben kann das Handeln Gottes nicht geschmälert werden durch die Anfechtung von außen, wenn wir bei Jesus bleiben. Wer waren denn diese Widerständler, die sich da auf den Tempelplatz wagten und den Aposteln verboten, im Namen Jesu die Auferstehung von den Toten zu reden? Es waren in erster Linie Vertreter der Sadduzäer, haben wir hier gelesen, die unter den Priestern zu Hause waren. Sie hatten auch Priesterämter inne und auch unter den Tempelwächtern. Die Sadduzäer waren ja eine religiös-rationelle Gruppe, die zwar irgendwie an Gott glaubten, aber nicht an das, was sie nicht verstanden. Auferstehung von den Toten, das konnten sie gar nicht verstehen.
Sie glaubten auch nicht an die Existenz von Geistern, von Engeln und von Wundern. Und natürlich nicht an die Auferstehung von Toten, die leibliche Auferstehung. Es kommt ja in unseren Tagen mit vielen ähnlichen Gruppen gleich, und wir können da einfach auch mal eine nennen, die Freimaurer. Die handeln genau wie die Sadduzäer. Sie sagen, es gibt keine Auferstehung, kein persönliches Leben in der Ewigkeit. Nur ein Leben in dieser Zeit. Und das wollen wir so gut wie möglich im humanistischen Sinne führen. Wir haben einen göttlichen Funken in uns und den wollen wir zum Zuge kommen lassen. Aber nach der Erdenzeit ist alles aus. Da gibt es kein persönliches Leben mehr. Und so waren die Sadduzäer auch. Der Widerstand gegen die Botschaft vom Kreuz kam also nicht zuerst von der total weltlichen Ebene, sondern aus der religiösen Welt. Und das ist bis zum heutigen Tag so, dass der Hauptwiderstand gegen das klare Evangelium von der religiösen Seite herkommt. Die Welt ist oftmals gleichgültig und sagt, ach, lasst die doch glauben, was die wollen. Aber die Religiösen, die machen sich kampfbereit. Die treten auf gegen das Evangelium und das kriegen wir ja auch zu spüren durch die moderne Theologie, wo man einfach sagt, das stimmt alles nicht, was in der Bibel steht. Die Totenauferstehung gab es nicht. Es gab auch keine Besessenen, sondern Jesus Christus hat einfach die Kranken nur gesund gepflegt. Das sagt die moderne Theologie. Das sind Professoren, die so etwas lehren. Und das einfach behaupten, es sei so. Und die Bibel ist gar nicht Gottes Wort, sondern sie enthält hier und da Gottes Wort. Das sind in Wahrheit die Widerständler gegen das Evangelium. Und diese Leute saßen in Israel in den höchsten Positionen, im Sanhedrin, in der Leitung, in der religiösen Leitung für das Volk. Und so sitzen auch heute die Leute in der religiösen Leitung der Kirche, die so etwas behaupten. Es ist nicht das einfache Fußvolk. Es sind die leitenden Leute. Das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, dass Jesus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist. Wir sind alle Gottes Söhne. So haben es auch in der Vergangenheit der Aufklärung die Leute gesagt. Denkende Leute, hohe Leute. Wir sind auch Gottes Söhne, Komponisten, Musiker, die das von sich behaupten und sagen, dass Jesus Gott sei, das hat nur Johannes so ausgedrückt. Aber das ist nicht wahr. Wir sind alle Gottes Söhne und wir machen Besseres und Größeres als Jesus. Denn er hat ja gesagt, wer mir nachfolgt, wird Größeres tun als ich. Und wir haben Größeres getan. Ja, so weit geht das. Sie sind religiös. Und sie fechten das Evangelium an. Heute haben wir also auch die religiösen Leute, die modernen Theologen oder auch die religiösen Schwärmer, die das Evangelium aufhalten und eigentlich vor der Welt lächerlich machen. Die Schwärmer, die in fleischlicher, emotionaler Weise in ihrem Gehabe einhertänzeln, will ich das mal sagen, und mit dem schwammigen Charakter sehr abstoßend wirken. In Israel kann man das auch sehen, wenn dann die Juden sehen, wie die Schwärmer da durch die Stadt tänzeln, schütteln sie nur den Kopf. Wie die dann ihre Hallelujas ausrufen und dort manchmal sogar verrückt werden im Geiste, indem sie sich dann für David oder Maria oder den Heiligen Geist halten, schütteln sie nur den Kopf. Das heißt, das Evangelium wird lächerlich gemacht durch diese Seite, auch durch die moderne Theologie. Und so waren es auch hier die Sadduzäer, die dem Evangelium widerstanden. Und sie wollten einfach sagen, das, was dort die Apostel verkündigen, ist falsch. Beide Gruppen
wehren sich also gegen die Heilstat und die Aussage Gottes, mit Christus gestorben zu sein. Das ist ja der Knackpunkt. Ich muss mit Christus gestorben sein, damit ich auch mit Christus auferstanden bin. Das ist das, was Paulus später auch an die Korinther schrieb und ihnen deutlich machte oder sie daran erinnerte, weil ja viele fremde Stimmen auch durch die Welt gingen, und sagte in Kapitel 3, wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann sucht, was oben ist. Sucht nicht mehr den Humanismus, was unten ist, sondern sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, nicht nach dem, was ihr versteht, sondern was im Glauben zu erfahren ist. Denn ihr seid gestorben. Ja, aber das Sterben des eigenen Ichs ist ja das Schwerste im Leben. Das Sterben des eigenen Ichs, sondern das will ja hofiert werden. Ihr seid doch aber gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und auf dieser Ebene natürlich, wo man nicht mitgestorben sein will, das muss ich einfach auch mal so erwähnen, will man natürlich eine Fusion aller religiösen Kreise in der Welt schaffen. Eine ökumenische Fusion, sei es von Pseudo-Christentum, Islam, Buddhismus, alles, was nur religiös ist, kann zusammenkommen. Warum? Weil Christus in ihren Augen nicht Gott ist. Das ist doch völlig egal. Der eine, der sagt, ich komme durch Maria, komme ich zu Gott. Ein anderer durch Mohammed, der dritte durch Buddha oder durch Konfuzius. Oder irgendetwas anderes. Jeder hat seins, wir haben aber alle einen Gott, sagen sie. Das ist diese satanische Fusion. Und wenn man auch Ausdrucke liest, was jetzt gerade im Blick auf die Übergriffe des Islam für Resolutionen verfasst werden oder sagen wir mal, nicht Resolution, sondern Manifest, so heißt das ja hier, einfach zu sagen, das ist gar nicht so schlimm, dann staunt man darüber. Und weil das ja öffentlich ist, kann ich das ruhig auch mal sagen, dass der Altbischof Wolfgang Kuber, eine kompetente Persönlichkeit, dieses Manifest gegen Terror unterschrieben hat, in dem ja drin steht, Bibel, Tora, Koran sind Bücher der Liebe. Nicht des Hasses. Ja, der Koran auch Buch der Liebe, nicht des Hasses. Und das kann ja nun gar nicht sein, dass die Bibel wohl von vorn bis hinten Buch der Liebe ist. Das liegt auf der Hand. Du sollst deinen Nächsten lieben. Aber der Koran, ein Buch der Liebe? Diese Einschätzung verliert sich schnell bei der Lektüre des Buches. Es ist gerade nicht so, wie es in dem Manifest heißt, dass auch der Koran die Verständigung zwischen allen Menschen lehre. Er predigt in großer Deutlichkeit die Ausgrenzung, Diskriminierung, ja die Ermordung der Christen und Juden. Aber so ein Manifest unterschreiben kompetente Menschen, die sich zur öffentlichen Kirche zählen. Um das einfach nur mal deutlich zu machen, hier ist der stärkste Aufbruch und die stärkste Gegenwehr gegen das Evangelium zu finden. Leiden aber um Jesu willen sind immer vorhanden und sind angesagt. Ein Kind Gottes, was keine Leiden erduldet in dieser Welt, muss sich hinterfragen, ob es überhaupt als Christ in dieser Welt lebt. Denn wo Christentum gelebt wird, gibt es Widerstand. Das hat der Herr Jesus deutlich gesagt. Er hat seinen Jüngern das zuvor gesagt.
damit sie sich nicht wundern, wenn es soweit ist, wenn dann vielleicht die Sadduzäer kommen oder auch andere und sie ins Gefängnis werfen. In Johannes 15, Vers 20 und 21 sagte der Herr zu ihnen: Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jesus Christus sagt deutlich, dass die, die religiös sind, aber doch das Evangelium nicht akzeptieren, in Wahrheit Gott überhaupt nicht kennen. Denn würden sie Gott kennen, würden sie auch das Evangelium annehmen und würden nicht die verfolgen, die Jesus als den Auferstandenen verkünden. Auch im Lukas-Evangelium spricht der Herr von zunehmender Verfolgung in den letzten Zeiten. Verfolgungen, die bis in die Familien, in die Gemeinden hineingehen. Lukas 21, lese ich mal Vers 12 erst und dann Vers 16. Vor diesem allem, bevor eben das Ende kommt, werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Und Vers 16, ihr werdet verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und dann kommt aber ein Trost, da wollte Jesus sagen, ich bin aber dabei. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Ihr werdet verfolgt, das bricht in eurer Familie, in der Gemeinde, in der religiösen Welt vielleicht auf, aber ich bin dabei. Kein Haar wird von euch verloren gehen. Lesen wir noch eine andere Stelle in Matthäus 10, wo das deutlich gesagt wird. Deswegen ist es nichts Außergewöhnliches, dass plötzlich die Apostel angegriffen worden sind, weil sie von der Auferstehung Jesu und dieser Vollmacht des neuen Lebens sprachen. Matthäus 10, Vers 21. Es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben, der Vater den Sohn, die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Das sind also ganz klare Worte. Worte, die deutlich machen, dass man nur auf einer Seite stehen kann und stehen muss. Aber auf der Seite der Auferstehung Jesu von den Toten findet Bewahrung zum ewigen Leben statt. Weiter sagte der Herr hier, ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig. Wer sich in der Endzeit weder dem Weltgeist öffnet, noch der religiösen Verschmelzung darbietet, wird als Außenseiter in der Gesellschaft gehalten. Und wir lesen immer wieder Berichte, auch in unserer Zeit, wo das stattfindet, wo Eltern, christliche Eltern, einfach ihre Kinder nicht mehr im Glauben erziehen dürfen. Sie müssen gestatten, dass die Kinder verführt werden, dass ihnen vieles in den Schulen gesagt wird, was einfach Gott in Frage stellt. Und wenn sie das nicht zulassen, dann gibt es Geld- und Gefängnisstrafen. Auch das findet bereits in unserer Welt schon statt. Man ist Außenseiter, wenn man sich auf Jesus allein beruft. Was also die Apostel zu Jerusalem erlebten, war nichts Außergewöhnliches, sondern es sollte immer wieder offenbar werden, dass das Leben, das durch Jesus Christus gegeben ist, Leben der Seligkeit mit und aus dem lebendigen Gott, nicht mit fleischlichem Leben der Sünde
in dieser Welt Gemeinschaft haben kann. Auch das schrieb der Apostel Paulus später an die Gemeinden immer wieder, damit sie deutlich merken, wo sie hingehören. Auch wir müssen ja immer ermahnt werden, dass wir wissen, wo wir hingehören. Wem gehören wir eigentlich? Das soll uns bewusst sein und wir sollen es auch bestätigen in unserem Leben. In Philipper 1, Vers 29 sagt der Apostel ganz deutlich, euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben. Euch ist es gegeben, auch um seinetwillen zu leiden. Und habt denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Mit anderen Worten, er wollte nicht sagen, ihr Philipper, ihr müsst nur leiden, weil ihr an Jesus glaubt, das geht über die ganze Welt. Über alle, die dieses Zeugnis von der Auferstehung Jesu von den Toten sagen und auch darin leben. An Timotheus im zweiten Timotheusbrief beschrieb der Apostel auch, dass dieses selige Leben in Jesus bewahrt werden muss und dass es aber auch angefochten wird. 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Aber mit den bösen Menschen und den Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und sie werden verführt. In Vers 14 heißt es dann, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe fest, egal was dort kommt. Jesus ist mit dir. Das Zeugnis der Auferstehung kann nicht kaputt gemacht werden, sondern das Wort wirkt weiter. Auch kann uns der Herr aus allen Leiden helfen. Wir lesen dazu in Hebräer 2, denn wenn wir weiter in der Apostelgeschichte lesen, merken wir ja, dass auch Jesus die Apostel wieder erlöst aus dieser Anfechtung und dass sie wieder frei sein dürfen, um das Evangelium zu sagen. In Hebräer 2, Vers 17 lesen wir Folgendes darüber. Jesus musste in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volks. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wenn Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie mich gehört haben, dann hören sie euch auch. Ich kenne das alles und deswegen bin ich bei euch. In all dem, was ich erlebt habe, kann ich euch helfen, egal was ihr dort auch erlebt. Leiden um Jesu Willen begleiten also alle Kinder Gottes. Leiden sind verordnet, aber sie helfen uns auch zur Entschiedenheit, dem Herrn zu folgen und in der Entschiedenheit zu bleiben. Immer tiefer, die Leiden helfen dazu, um immer tiefer das eigentliche Leben der Auferstehung kennenzulernen. Denn wer sich dann mehr auf Jesus stützt, dem öffnen sich noch mehr Tore der Herrlichkeit. Gott geht immer weiter, das können wir also auch hier sehen. Obwohl die Apostel im Gefängnis waren oder ins Gefängnis geführt worden sind, wirkte das Wort, das Zeugnis der Auferstehung weiter. Es wirkte weiter, das konnte gar nicht aufgehalten werden. Ja, es ging in die Herzen hinein. Unter denen, die das Wort zuhörten, lesen wir, haben sich viele bekehrt, so dass die gesamte Gruppe der Gläubigen auf 5000 anstieg. 3000 waren es ja gleich
nach Pfingsten. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 47, und täglich tat der Herr hinzu, die da selig würden. Und jetzt wieder eine große Masse, dass sie auf 5000 Namen anstieg, obwohl die Apostel mal kurz ins Gefängnis geführt worden sind. Aber das Wort der Auferstehung kann nicht aufgehalten werden. Das sollte auch uns ermutigen, das Zeugnis von der Auferstehung Jesu zu reden und zu leben. Egal, ob es jetzt im Augenblick angenommen wird oder nicht, aber es tut seine Wirkung. Dieses Wort kann nie mehr zurückgenommen werden. Das Wort Gottes richtet aus, wozu es gesandt ist. So lesen wir es ja auch in Jesaja 55, 11. Das Wort, was aus seinem Mund geht und was durch den Heiligen Geist auch durch uns geht, kommt nie, nie leer zurück. Es wird tun, wozu es gesandt ist. Es wird Entscheidungen hervorbringen, entweder gegen Gott oder für Gott. Es läuft weiter, auch wenn die, die das Zeugnis gegeben haben, gerade mal im Gefängnis sitzen. Paulus durfte auch hier mit dieser großen Gewissheit und Freude im Herzen das dem Timotheus schreiben. Ich lese da nochmal Verse, 2. Timotheus 2. Er hat ihn ermutigt, gesagt, lass dich nicht zurückdrängen, denn das Wort Gottes ist ungebunden. Es geht immer weiter, egal ob du das jetzt mitkriegst oder nicht. 2. Timotheus 2, Vers 9. Oder Vers 8 lese ich schon mal. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Also das ist der wichtige Satz dabei. Aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium, für welches ich leide. Auferstehung von den Toten, das Evangelium. Ich leide dafür, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Es geht immer, immer weiter. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Gottes Wort ist nicht gebunden. Die Apostel wurden ins Gefängnis geführt und Tausende haben sich bekehrt, obwohl sie gar nicht mehr da waren. Aber das Wort wirkte weiter. Und so wirkt auch das Wort weiter, was wir in unserer Stadt, in unserer Welt weiter sagen können. Im 4. Kapitel desselben Briefes lese ich nochmal die Verse 1 bis 4, wo Paulus auch sagt, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da die heilsame Lehre nicht ertragen wird, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Darum sage das Wort der Auferstehung Jesu, solange es möglich ist. Das Wort wird auch die Herzen erreichen derer, die auf Erlösung und Lebenssinn und Antworten auf Lebensfragen warten. Das Wort allein, es richtet den Menschen. Das sind nicht wir. Wir sezieren keinen Menschen. Aber wenn wir das Wort Gottes weitergeben, dann seziert das Wort Gottes selbst den Menschen. Das heißt, er schneidet ihn auf. Wie es in Hebräer 4, Vers 12 heißt, das Wort Gottes ist schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, kein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das macht das Wort Gottes, das machen nicht wir. Wir können nicht in das Herz, sondern kann uns jeder erzählen, was er will. Wir glauben das alles und dabei stimmt es vielleicht gar nicht. Aber das Wort Gottes trifft und geht in das Verborgene des Menschen hinein. Und das soll uns wichtig sein, dass wir darauf vertrauen. Es bringt also Frucht, das Wort, auch da, wo wir vielleicht nicht mehr hinlangen können.
Denn Jesus Christus selbst, er ist das fleischgewordene Wort. Und in Offenbarung 19, Vers 13 heißt es, sein Name lautet das Wort Gottes. Sein Name lautet das Wort Gottes. Hier verstehen wir also, was auch der Apostel Petrus später in seinem Brief schrieb, 1. Petrus 4, Vers 11, so jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Denn allein das Wort Gottes, das macht die Arbeit, um die Seele anzurühren, sei es zum Heil oder zur Ablehnung und zur Verdammnis. Und wenn Paulus an die Kolosser schrieb, in Kolosser 3, Vers 16, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, dann bedeutet es, auch ihr sollt dadurch gespeist und ihr sollt dadurch korrigiert werden. Nichts anderes korrigiert uns richtig, außer das Wort Gottes. Menschen versuchen das an uns, aber die können das nicht. Ja, auch ich sagte ja manchmal selbst, innerhalb der Familien können wir das gar nicht. Das geht da rein, da wieder raus. Oder wir dressieren irgendwie jemand und sagen, also hier musst du so und so und so machen. Aber wir erreichen das Herz nicht. Das Wort Gottes allein korrigiert uns und auch den Nächsten. Und deswegen lasset das reichlich unter euch wohnen, denn dies schafft Frucht. Was wir also als Kinder Gottes beachten sollen, ist, dass wir den Heiligen Geist nicht durch Lauheit und Sünde betrüben, denn er wirkt die Lebendigkeit des Wortes Gottes in uns und durch uns. Und wo dennoch Betrübnis geschehen ist, muss Buße eintreten, Bekenntnis der Sünde und Vergebung empfangen werden. Dann wird das Zeugnis der Auferstehung Jesu von den Toten auch wieder Kraft gewinnen in dem eigenen Leben und darüber hinaus gesehen werden auch von anderen. Sei also ein Zeuge der Auferstehung Jesu von den Toten und dem neuen, gottgefälligen Leben durch ihn, denn solches Zeugnis bleibt nicht ohne Wirkung und ohne Frucht zur Ehre Gottes. Ich lese nochmal diese Verse aus Apostelgeschichte 4. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das ist Wunder der Gnade Gottes. Und mit diesem Wunder dürfen wir auch leben in unserer Zeit. Das macht unser Dasein wertvoll hier in der Zeit. Gottes Wort wirkt immer weiter, kennt keine Grenzen. Soweit zu diesen paar Versen, die uns auch ermutigen sollten, weiter an Jesus festzuhalten und nicht auf die Umstände zu schauen, die uns umgeben oder die uns vielleicht sogar manchmal erreichen.